Und damit willkommen zurück zu A Way Out, zusammen hier mit der Buggy. Hallo, Moinsen. Und wir sind jetzt hier am Tag und der Sturm ist vorbei, ne? Ja, geil. Sieht Bombe aus, auf jeden Fall. Ah, das Spiel ist, also, ich habe es ja im letzten Part schon gesagt, also die meisten fotorealistischen Spiele lassen mit der Zeit in dem echt nach, mit der, oh, wie nennt man das? Das mit der Grafik, es gibt da so eine ganz spezielle Bezeichnung dafür. Ah, oh, ich hab's echt vergessen. Dass die Grafik mit der Zeit echt immer schlechter aussieht, obwohl seitdem nicht schlechter wird. Einfach nur, weil die Ansprüche von modernen Spielen, sei es mal, höher werden und. Es gibt halt eben Spiele, wo die Grafiker dem dann nicht altbacken wirkt oder so, weil es so einen ganz eigenen Stil hat. Aber das ist bei diesem Spiel, das ist für das Alter, sieht es echt immer noch krass aus. Aber viele würden sagen, man sieht das Alter hier, da und überall. Aber wo ich mir sage, man muss seine Ansprüche einfach mal ein bisschen runterdrehen. Ne? Es gibt da wirklich solche Idioten. Oder solche Idioten, die sagen, Grafik über alles. Und ich bedenke, nein, Gameplay über alles. Ja, definitiv. There's a camp down there. Ja, obwohl, es kommt doch drauf Sieht ein an. bisschen aus wie vor aus The Forest, das Ding. Ja, Weißt du was, you know, ne? Also, weißt du, was ich das meine? stand da. Maybe there's something to eat there. Aber bitte nicht ins Feuer rennen, ne? Nee, nee, nee. Es gibt natürlich auch Spiele, die wirklich grafikimmersiv sind und auch dafür extra ausgelegt sind, wo man einfach nur herumläuft und es anguckt. You ever go camping, Das ist ja Vincent? kein Problem. Feuer entfachen müssen wir tatsächlich. Fisch fangen. Oh, können wir die irgendwie so zusammen? Aha. Wir können die so hier noch hier in der Ecke so ein bisschen einfangen. Wild animals, bugs, no civilization, no toilet paper, fresh air, no one bugging you, cooking over a fire. It ain't all bad. Scheiße. Wie soll man die fangen? But still, no toilets. Well, that's the Ach, charm. ein Speer. Oh, ja, gut, ne? Ah, okay, brauchen wir jetzt ein Speer, sonst macht das keinen Sinn. War sogar ein Messer hier. Almost there. Oh, du machst. Oh, gut. I'm gonna need some more wood for the fire. I'm gonna need some more wood for the fire. Ach so. Brauchst du mehr Holz? Ich brauche mehr Holz. Okay. Jetzt kann ich aber deine Hilfe auch gebrauchen. Ja. Ich geh mal links lang. Ein bisschen abkürzen, genau. Zack. Aufspielen. Ah. Okay, man muss wirklich, wenn die. Ich schaff das schon. Es ist in Forest ist es leichter als hier. Ja, definitiv. Vielleicht Irgendwelche wieder in um. so eine Ecke oder so. Oh nein. Ja, ich versuch's ja. Ich glaube, ich muss einfach Vorhin nur hier waren. stehen und du musst einfach nur die zu mir treiben. Das kann auch sein. Die hier am besten. Oha, Das ist das ist nervig. schwer. Ups, ich muss in eine andere Richtung gehen. Das Wasser ist wunderschön. Also, so in vielen Spielen ist das Wasser immer das, was meistens immer die geilste Optik hat. Auch hier die Oder ganze soll ich diese mir auch ein Wellenbewegung. Speer schnitzen und dann Ich weiß nicht, ob versuchen, du es das von kannst. zwei Seiten? Ich guck mal. Ja. Schnitz dir mal. Ja, für linke Maus, das ist Spam. Just a little more. So, und dann versuche ich mal von der anderen Seite. Vielleicht klappt das ein bisschen besser dann, dass wir dann sozusagen mehr Chance haben. Ah ja, okay, einfach so. God damn it. Ah, jetzt kann ich aber kein Wasser mehr auffüllen. Das ist so. Not bad. Ja, cool. Wir Oh, beide beide gleichzeitig gefangen. gleichzeitig. Ah, wie geil. So,
jetzt nur noch Holz, ne? Sieht doch lustig aus, wie wir durchlaufen. Ja, jetzt fehlt nur noch Holz, ja. Richtig schön wie eingepinkelt. Herrlich. Holz. Können wir das irgendwie hier ablegen erstmal? Ah, hier, Kuh ablegen. Ah, oh, okay. Ja. In den Dreck. Ja, ist in Ordnung. Ah, Zweige. Okay, das reicht schon. Wahrscheinlich. So. Schön mal den Blasehasen machen. Ah, das sah eben gerade so ein bisschen verboten aus da. Das war so das war mein Speer. Brokeback Mountain mäßig. So. Haben sie erstmal was zum Futtern. Ach, so ein geiler gegrillter Fisch und so, wäre jetzt echt schon geil. That tasted like shit, man. Well, you know, it is what it is. Yeah? And my fucking feet hurt. What about yours? I'm good. So you're a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice here. Yeah. By the way, what are you in for? Something I didn't do. So you're innocent, huh? Well, aren't we all? I'm innocent too, you know? Yeah, sure you are. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. You? Me too. And a kid. Alex. Fucking miss him, man. Yeah, I hear you. That piece of shit Harvey's gonna get what he deserves, let me tell you that. So, let's go after him. Together. Look, Vincent. I need to know what your story with Harvey is. Okay? All right. I was a regular guy with a boring bank job. One day my brother brings in a new client, Harvey. Let me guess. Money laundering. Yeah. Money was easy, but Harvey just kept coming in with more and more cash, and I couldn't handle it. It was too risky. So I told him I wanted out. He killed my brother as a warning. After that, I lost it. I planned on killing him, but the son of a bitch pinned it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. Wow. That's fucking rough, man. Yeah. Sorry. So, what's your story with Harvey? You fucked me over, that's for sure. I mean, we were gonna... Wait, you hear that? Ah, shit. Ach, nur nicht wieder abhauen. We're closing in. We gotta move. Ah, my fucking feet. Just suck it up. Don't worry about it, I got it, okay? Und die müssen jetzt seit über 24 Stunden nicht geschlafen haben, ne? Kann man mal machen. Sollte man aber nicht. Also geht, hab ich schon geschafft. Ja. Ich habe auch schon 48 Stunden geschafft. Das ist irgendwann. 48? Oh, das habe ich noch nicht. Also, ich 36. Knapp dran. Ich glaube 33 oder so. Aber die Tage danach, die sind doch immer richtig räudig, oder? You know what? What? You're actually the first guy who worked in a bank that I've talked to without a gun in my hand. Would you look at that? You're making progress, Leo. Das Problem ist auch, du darfst, wenn du auch nur ein bisschen einschläfst und danach wach wirst, das ist das Schlimmste. Mhm. Nicht das Wachsein an sich, sondern kurz schlafen, das ist... Oh.
Ich bin nämlich einmal aus Versehen, es war, okay, ich war doch noch sehr jung. Bin halt eben mal kurz aus Versehen eingeschlafen und dann musste ich halt eben über eine Straße. Ja. Ja, es war nicht so angenehm, ich habe auf nichts geachtet. War total schlaftrunken. Mhm. Aber es kam glücklicherweise kein Auto. Boah, echt. Glück gehabt, ey. Oh. Das ist ein Schrotzer. Don't you worry, honey. Those two fools come around here. They'll get a taste of old Betsy. Hey, I say we take them out. Schöne Schotti. It's an old couple. We can't do that. I don't mean it like that, man. I mean we tied them up or something. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get them out of the house. What do you have in mind? See that barn over there? Yeah. We release the horses. Release the horses? How's that gonna help? Trust me. I'll be forced to go get them back. I don't know, man. Also wir sind letztens Vincents Weg gegangen. Ich wäre jetzt dafür, dass wir Leos Weg gehen. Okay. Okay, then. Front door should be on the other side. Yeah, let's go. Come on. Hey, stay low. Paar bewältigen. Dann rein hier. Definitely see me if I go closer than this. Okay, nee, jetzt darf man nicht gehen. Jetzt muss man die irgendwie ablenken. Du komm hier nicht mehr weg, du stehst im Weg. Okay, das ist. Wie wollen wir die überwältigen? Muss einer von vorne. Nee, geht da nicht. Die sitzen. Wir sitzen gegenüber, das ist das Problem. An Tür klingeln. Oh. Someone's at the door. We're not expecting anyone. Honey, come with me. I might be able to grab the lady while Leo keeps them distracted. Okay, ich hätte müsste jetzt wieder. Schaffe ich das? Get back. Who the hell are you? Honey, stay back and call the cops. Yes, calling them now. Watch out, honey, stop him! Don't move a muscle. Oh. Stay right there. Okay. Ja, das Problem, ich war, ne? Außerhalb des Hauses. Okay, also ich hatte noch nichts gedrückt, aber da läuft ja mehr dieser Kreis runter, weißt du? Deswegen war ich so ein bisschen erschrocken, warum das jetzt so schnell ging. Gingst du da nochmal an der Tür? Mhm. Gut, dann verstecke ich mich hier. Vielleicht muss ich gleich drücken, denn. Gucken. Nee, es ist das Problem, ich war zu langsam. Die Frau kam dann schon. Also, war schon am Telefon und so. Und ich hab doof ge. Irgendwas. Kommt gleich mit der Knifte raus, Alter. Ach, ich drück die falsche Taste. Ich hab eh gedrückt statt linke Maustaste. Meine Fresse. Muss linke Maustaste drücken, nicht sofort eh. Gut. Kein Problem. So, alle guten Dinge sind drei. Ich habe ja auch schon oft gefehlt, also von daher bin ich da relativ entspannt. Ich muss das ja kompensieren jetzt. So, so. We're not expecting anyone. Honey, come with me. I might be able to grab the lady while Leo keeps them distracted. Linke Maustaste, linke. Get back! Who the hell are you? Honey, stay back and call Honey, the cops. He's got me. Get your hands so, jetzt musst du ihn. No, linke Maske, genau. Dankeschön. Damn criminal! Verfluchter Schurke. You're gonna pay for this. Careful, honey. Just calm down. You're gonna be fine. They can't get away with this. Look at us. We're not gonna hurt you, I promise. We'll be out of here in no time. Damn criminals!
All right. Let's find some new clothes. Yeah. And I saw a truck in the other barn. We should check it out. Good idea. Wie auch immer wir das gesehen haben. meins. I've never really been a hat man. Ach, schade. I always wanted to learn how to sew. Huh. Looks better than expected. Ach, du hast Spaß mit deiner Nähmaschine? Mhm. How hard can this be? Kann ich auch die anderen? Oh Gott. Keep still. Shit! Guck mich an. This is the first and last time I'm testing this type of hat. Hey Vincent, let's change clothes. Ah, okay. This must be one of the new fancy models. Ernsthaft macht er die Tür zu? Ich guck dir nichts weg. Hast du schon alles gesehen, ne? Ja. Let's start from scratch, I guess. Letztendlich, ich weiß nicht. Wo hast du dich jetzt umgezogen? Ah, hier. Ach du Scheiße. Ich versteh sowas immer nie. Wieso hat man sowas? So ein Raum. Ja, weiß ich. Keine Ahnung. Er macht auch die Tür zu. Der hat auch Angst, dass du ihm was wegguckst. Spart Animation. Das stimmt. Alter, also, siehst richtig aus wie so ein alter Tadek-Reis. Oder? Nochmal gucken. Kann ich jetzt gar nicht sehen, da. Ja, doch schon. Ja, nie geht. Geht. Erinnert mich so ein bisschen an einen Schauspieler, der da in einem Krimi da mal so eine bestimmte Rolle spielt. Witzig. Das finde ich schon so eine Lederkluft. Oh, komm, gönn ich mir nochmal hier. My eyes are starting to look puffy. Ah, der ist mir ein bisschen zu traurig, die Musik. Die sind immer so melancholisch, das ist das Problem. Mm, ja, genau. So, und wie so, zum Truck geht. Hä? Wo ist der gelbe Pfeil denn? Rechts. Hier drin also. Ja, na dann gucken wir uns das Ding da mal an. Wie weit wir damit auch kommen. Kann ich hier durchgehen? Nee, es geht nicht. So wie im echten Leben auch. So, ups. Ah, warte. Ich komm da nicht durch. Ich muss den weiten Weg nehmen. Oh. Oh my god, it's a piece of junk. It's not that bad. Nichts. What do you mean it's not that bad? Hey, it's even missing wheel. Nah, I'm sure there's a spare around here somewhere. I don't know, man. It's not like we have a choice. Sherby's running on foot. Let's fix it up and we'll be out of here in no time. All right, fine. Truck reparieren. Must be something around here we can use to lift the car. We could use this to fasten a new tire. Oh, okay. Schon mal zwei Sachen. Looks like the car is missing a tire. Jetzt müssen wir nur einen Reifen finden. So, leg ich das jetzt ab hier. Hey, there's a tire on the other side of the barn. Ah ja. Oh, komm mal hoch. Ich glaube, du musst dich dann erstmal da ranhängen, um auf die andere Seite zu kommen. So, viel Spaß. Komm, ich lass dich hängen. Ja, müsste man jetzt mal ausprobieren, ob er wirklich irgendwann runterfällt. Müsste eigentlich sein. Aber ich weiß nicht, ob das Spiel das halt immer einprogrammiert hat. Dann schmeiß runter. Hä? Ist animiert, kann ich nichts machen. Achso. Achso, weil die. Ja, okay. Das eine ist nur Reifen, aber die Radkappe und so alles fehlt ja noch. Wie soll man sonst auf die andere Seite kommen?
Was hat man sich bei diesen dabei gedacht beim Erbauen dieser Scheune? Wahrscheinlich mit einer Leiter oder so dann. Na, dann wechseln wir doch mal. Willst du das Hebeeisen benutzen? Ja. Wo ist denn das? Da. Hinten. Hinten dran. Ganz hinten. Genau. Musst auf das Gelbe. Jetzt. Genau. Gelbe. Muss nicht gedrückt halten oder so? Wow. Nö. Alright. Now it's attached. We just need to find a lug wrench to fasten it. Ist nicht schlimm. Haben wir schon alles gefunden. Nummer 1. Kann sehr gleich losgehen, die wilde Tour. Nummer 2. Der Ding hat 5 Schrauben und der hat nur 3 rangemacht. Now we need something to lift up to pick up to remove the support. Genau, muss nochmal anheben. It's stuck. I guess we need to lift up the car before removing this. Dankeschön. Great. The car has 4 wheels now. That's a good start. So. Sieht alles okay aus? Ja. Motor sieht okay aus. Ich dachte, ich setze mich jetzt rein. So. Schieben, 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 schieben. Whoa! What happened? Did you let go? I didn't let go. Did you let go? Whatever. Let's go get it. Ah, der ist immerhin nicht in die in den Trecker da reingedroschen. So wie das aussah. Dingsbums hier, was auch immer das ist. Ja. Ich fahre. Oder? Ach so. Jumper cables. Perfect. Let's pop the hood and try them. Completely dry. Jumper cables. Perfect. Let's pop the hood and try them. Hufe. Oh mein Gott, hier gibt's ein Minispiel. Ach du Scheiße. Ah. Ja. Perfect throw. I want to see Leo do a better throw than that. Ich glaube, wir müssen es nacheinander machen. Ja. Oh, das war. Na dann. Ja, da habe ich ja schon wieder gar keine Chance mehr jetzt hier. Ist geil, wie man das machen muss. So. Oh. Ah, okay, so geht's also. Jackpot. Immerhin. Ja, aber ich habe schon gewonnen. Auch wenn du jetzt alle triffst. Ja, das ist ja fies. Ach komm. Aber es ist cool, dass es sowas gibt. Ich habe die Spielmechanik immer noch gar nicht geschnallt. Ach komm. Katze, oh. Oh, naja. Komm, eine Katze. Oh, die, wo? Sind, die starrt ein bisschen. Oh, du kommst rein in den Rauch, ja. Oh, was ist das für ein Wild Tiger, Alter? Guck mal. Oh, Kitty. Ach, die ist schon irgendwie niedlich. Süß. Hallo. Wow. Tschüss, komm, lass nicht mehr in Ruhe. Komm, noch einmal. Geil, ey. Herrlich. Solche kleinen Details einfach, ne? Ja. It's connected. Try to start the car now. Ja, ich habe erstmal Benzin eingefüllt. It's filled up with gas. Wonder if it will start. Oh shit. Jo, Bude läuft. It actually worked, this piece of junk. Yeah, I told you so. You did, but still, I was in doubt. Sometimes you just gotta have a little faith in things, Leo. Faith, huh? Yeah. Well, let's get out of here. Yes? No, I don't know. It was a while ago. We need your help now, officer. Okay, hurry up, please. Absolutely. Wo hängt das Kabel denn hin? Thank you.
Are the police on their way yet? Yes, they'll be here any minute. Okay, I'll go take care of them. No, just stay here. It's all right. Just wait here. I'll be fine. Filthy scum! Oh, shit! Take cover! You're gonna pay for this! Come on, let's go! Yeah. You drive! Come on! Come on! Yeah. Come on! Go, 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 go! Ja, ich muss bestimmt hinten von der Motorhaube, von der Ladekante mit der Schotti schießen, oder was? Glaube ich nicht. Nee? Ja. Da kommt bestimmt noch was, wo ich hinten auf der Ladekante lieg und dann immer gib ihm. Oder vielleicht doch. Siehst du? Oh, sag's dir. Und ich wollte die Folge beenden. Oh nein. Oh, eben, also wenn das genau so ist wie mit dem Hufeisen eben, du. Oh. Dann ahne ich Übles. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ne? Wir machen trotzdem hier Feierabend. In der nächsten Folge fahren wir dann hier richtig. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Schaut doch unbedingt bei der Buggy vorbei. Alle Videos, ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Bis dahin. Cheerio. Ciao.